Das Siegerwild. Kommen wir nun zu unserer letzten großen heimischen Hirschart, dem Siegerwild. Ursprünglich in Ostasien beheimatet, kommt das Siegerwild vereinzelt in NRW, Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg vor. Es bevorzugt Wälder mit dichtem Unterholz und Feuchtgebieten, da es bei Gefahr gerne ins Wasser flüchtet. Als Mischeser mit erhöhtem Raubfutterbedarf ernährt sich Sika in erster Linie von Gräsern, Kräutern und Knospen sowie Trieben und Hackfrüchten, in Feuchtgebieten auch von Schilf- und Wasserpflanzen. Siegerwild ist sehr standorttreu und hat nur einen kleinen Aktionsradius. Es lebt nach Geschlechtern getrennt in Kleingruppen, wobei sich das Kahlwild im Winter auch zu größeren Gruppen oder kleinen Rudeln zusammenschließt. Ältere Hirsche sind Einzelgänger. Zur Brunft in August-September werden die Hirsche territorial und verteidigen ihr Revier und ihr Brunftrudel von durchschnittlich 12 weiblichen Tieren hart, wobei es immer wieder zu heftigen Kämpfen kommt. Nach einer Tragzeit von 32 Wochen wird im Juni meist ein Kalb gesetzt. Wie das Dammwild behält auch das Siegerwild seine Flecken ein Leben lang. Auch der schwarze Aalstrich ähnelt dem des Dammwildes. Jedoch ist das Siegerwild bedeutend kleiner als das Dammwild. Und besonders die Hirsche sind auf den ersten Blick gut zu unterscheiden. So haben Sieger ein Stangengeweih mit meist 3 bis 4 Enden je Seite, wohingegen Dammhirsche die typischen ausladenden Schaufelgeweihe besitzen. Das Sieger gehört genau wie Damm und Rotwild zu den Cervidae und wirft sein Geweih jedes Jahr ab.